Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock und ich löse gleich einen Vertrag auf. Herr Schwede. Bei meinen Fortschritten würde ich gerne über mein Gehalt reden. Ich habe ihm doch gerade noch eine Ansage gemacht, dass ich mich darum nicht kümmern werde. Naja. So, die Abschlussberichte sind da. Gucken wir uns das doch mal an. 1,6 Millionen Euro für den Herrn Spatz. Ja gut. 1 Million Euro für den Paskotzi. 2 Millionen für den Schubert. Ich glaube, das lassen wir. Fast 1 Million für den Vandenberg und Godin haben wir eh schon. Luca Umbehauen 1,8 Millionen. Ist aber wohl holbar für 1,5. Also ja, wir brauchen ein paar Millionchen auf jeden Fall. Ich gehe gleich nochmal in die Transferzentrale. Hätte ich wahrscheinlich jetzt auch über das Fenster einfach machen können, aber egal. Denn wie gesagt, einer davon hat einen auslaufenden Vertrag. Oder auch nicht. Ja, guck mal, Siebert könnten wir uns doch locker holen. Gut, wenn wir mal für jeden 1 Million rechnen, so plus minus. Ich weiß nicht, ob wir so viel Kohle rankriegen, ehrlich gesagt. Aber so von den Werten her, passen die ganz gut bei uns rein. Außer du. Starkes Wochengehalt übrigens. Okay. Dann gucken wir hier nochmal rein. Wer sind denn Sie? Ist auf jeden Fall neu dabei. Alles klar. Ja, ich wünschte, man hätte jetzt schon mal so eine vorläufige Übersicht. Profit auf jeden Fall ordentlich. Jedenfalls, ja, wäre ganz cool, wenn man irgendwie eine Übersicht hätte, wie viel Geld man jetzt nach dem und dem Verkauf insgesamt hätte. Man hätte sich's wahrscheinlich mitschreiben sollen. Aber gut. Heute geht's ran gegen Ingolstadt. Die stehen auf der 11, 2 Plätze unter uns, 6 Punkte hinter uns, das heißt überholen werden sie uns auf jeden Fall nicht. Wir haben aktuell eine Siegesserie von 4 Spielen in Folge. So krass hatten wir die, glaube ich, wirklich noch gar nicht. So, und nicht erschrecken, das mache ich jetzt nur, weil Martens heute starten soll. Wir nehmen Ingelsson mit für Rhein. Munsi geht runter, dafür kommt Schumacher drauf. Und Palmer übernimmt hier für Meißner, während dann Schärf aufs Feld geht und für Meier spielt. Und let's go. Und vor allem, ich würde dann gerne mal schauen gleich nach dem Spiel, wie aktuell die Tabelle der ersten Liga ausschaut. Währenddessen sage ich euch, dass wir das Hinspiel gegen Ingolstadt mit 1:4 verloren haben. Das macht ja Mut. Aber dadurch, dass wir die letzte Partie gegen Paderborn hier mit 2:0 gewinnen konnten, obwohl die ja definitiv im Aufstiegskandidat sind. Nachdem wir ja auch vorher schon den Tabellenersten besiegen konnten mit 2:0, Fortuna Düsseldorf, bin ich hier vollen Mutes, dass wir das hinbekommen gegen Ingolstadt in dieser Partie. Ingolstadt beginnt, spielt in den schwarzen Trikots von links nach rechts in der ersten Hälfte. Und Martens ist sofort da. Gewinnt den Ball, versucht alleine durchzugehen. Gelingt an der Stelle erstmal nicht. Und dann? Eckball, komm, schade. Der Junge hat Bock.
Ja, auf jeden Fall würde ich mir gerne die Tabelle der ersten Liga mal anschauen und mal gucken, wer so theoretisch absteigen könnte. Also auf wen wir uns einstellen müssten für die nächste Saison. Jetzt ist bei allen da oben einfach alles schiefgelaufen, die Bayern kommen runter oder so. Das wäre irgendwie so witzig. Linzmeier. Mit dem ersten Versuch des Spiels, das ist Kolke, der dazwischen geht. Und Linzmeier nochmal. Wieder Kolke. Bahn, nicht Bapo. Bapo war im letzten Spiel und hat es richtig gut gemacht. Ja, und Xavi Simon spielt heute auch wieder. Hat ja das letzte Spiel komplett ausgesetzt. Und jetzt Bahn. Gebauer. Und die Möglichkeit für Bilbia. Sehr gut, dass der das mit dem Zielen jetzt erstmal noch nicht so ganz drin hatte. Simon. Ball in die Spitze für Martens. Antonitsch ist dazwischen. Gebauer. Duke. Bahn. So, für Omladic. Ayensa. Gauss. Und wieder Ayensa. Bringt den Ball in die Mitte. Linzmeier 1-0. 18. Minute. Und was für ein Kopfball. Ja, keine Vorwürfe an Markus Kolke. Ich hoffe nur, der war schon über der Linie. Ne, ich glaube, den hat Kolke sich selbst reingehauen. Ja, es zählt als Eigentor für Kolke. Unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Duke. Gebauer. Legt den nochmal ab. Duke. 2-0. Jetzt kommen die alten Probleme der Weltklasse wieder. Ich verstehe es nicht. Gegen Paderborn noch so gut dagestanden. Und Ingolstadt spielt hier wieder Tiki-Taka. Gefühlt zumindest. Es ist kein richtiges Tiki-Taka. Muss man schon so ehrlich sein. Littger. Duke. Kolke, sehr gut. Gegen Ayensa und es gibt die Ecke. Alles klar.
Duke. Kolke geht hinterher und holt hier den Abschluss für sich raus. Sehr gut. Littger. Ach komm. Alter. Und jetzt Simo. Sehr gut. Ist im 16er. Chippt den rein. Aber, ja. So, wieder Simo. Auf Martens. Ben Baller. Gut von Schärf. Und jetzt Omladic. Dem leichten Tempovorteil. Und der Abschlussschwäche. Bahn. Sehr gut von Martens. Und dann pfeift er uns den Angriff ab. Ach Leute. Ich meine, okay, war eh Omladic, der haut den eh wieder drüber oder so, aber ernsthaft. Das ist ja ewig nicht mehr passiert, dass der uns Angriffe wegpfeift. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir auf den anderen Plätzen gerade Hamburg-Hannover 0:1, Aue-Bremen 1:0 und Paderborn gegen Sandhausen 0:1. Da platzen gerade Aufstiegsträume. Heilige Scheiße. So, zweite Hälfte beginnt. Sie beginnt schon mit einem leichten Buhn hier von den Rängen. Bahn. Bentley Bahn. Für Martens. Und da ist Ben Baller im Weg. Ich möchte mal sagen, wenn man Bentley Bahn sagt, da, es fehlt einfach was, oder? Der Name muss in seiner kompletten Länge ausgesprochen werden, immer. Sehr gut von Schärf. Simo. Duke. Ayensa. Ben Baller. Und dann bleibt's noch beim 2:0 zum Glück. Auswechslung bei Ingolstadt. Elva kommt für Bilbia. Oh, sehr schön. Littger für Bahn. Und Martens. Holt der da den Scorpion Kick raus?
Duke. Ah, Jensa bringt ihn rein und Neidhart köpft ihn raus. Bahn. Martens. Und der hat die Übersicht für Omladic. Nick Omladic legt nochmal rüber. Martens, 1:2. Nimm den Ball mit. Nimm den Ball mit. Er nimmt den Ball nicht mit. Guter Konter auf jeden Fall. Schönes Zusammenspiel und ja, wir nehmen Simon mal raus. Irgendwie wird uns der gerade sehr häufig vorgeschlagen. Ja, Martens mit Saisontor Nummer 2. Während dann jetzt Simon rausgeht und Ingelsson dafür aufs Feld darf. Ayensa. Duke. Ingelsson. Sehr gut dazwischen gegangen auf jeden Fall, aber Ingolstadt bleibt im Ballbesitz. Oh, schön gemacht. Bahn auf Martens. Und der ist alleine durch. Martens. Und dann per Kopf macht Ingelsson. Der Joker sticht. 67. Minute, 2:2. Glück, dass der Ball da so abprallt und auf den Kopf von Ingelsson zusteuert. Wir holen uns hier den Ausgleich innerhalb von 6 Minuten. Schärf. Elva läuft jetzt aus. Ayensa. Stark von Schärf so weit und Kolke. Neidhart haut ihn raus. Ben Baller. Ayensa. Elva. Ayensa und Kolke. Jetzt kommt nochmal Mamba für Martens. Und die Fans stehen auf den Sitzen. Boah. Wieder Kolke. Behrens. Littga und der hat da eine Lücke vor sich. Und sticht da komplett rein. Nur die Flanke ist halt schwierig.
Oh, was für ein Seitenwechsel hier, Ayensa. So, Schumacher kommt für Omladic. Ist jetzt zwar die falsche Seite, sollte aber doch noch in Ordnung gehen. Stark von Schärf. Und der für Littka. Ja, passt hier durch die Mitte. Warum denn auf Mamba? Duke. 2-3. Neuntes Tor für Duke. Das zweite in diesem Spiel. Schmidt. Und Schärf. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Bahn. Und kriegen nochmal einen Freistoß. Oh Gott, wenn ich jetzt Freistöße könnte. Okay, gib nochmal Gelb für Antonic. Und der Gefaulte tritt selbst an. Ja. 2-3 Niederlage gegen Ingolstadt. Da kämpfen wir uns nochmal auf den Unentschieden ran und dann netzt der Duke 2 Minuten vor Schluss. Fing ja aber auch schon unglücklich an mit dem Eigentor. Aber gut. Oh, der HSV verliert 0-3 gegen Hannover. Und wir gucken uns die Tabelle jetzt nochmal an. Wollten uns ja dann sowieso nochmal die Tabelle von der ersten Liga anschauen. So, wir nehmen einfach diese Ansicht hier. Können gar nicht. Krass. Können da gar nicht hingucken. Auf jeden Fall haben wir... Ja, 2 sichere Aufsteiger, 2 Münchner Vereine. Türgücü und der TSV 1860 München sind aufgestiegen, definitiv. Relegation, da kämpfen jetzt noch Halle und Kaiserslautern drum. Finde ich aber echt nicht verkehrt, ey. Türgücü und TSV, und 1860 läuft. So, und hier Bayern ganz souverän. Bayern ganz souverän Meister, Leipzig auf der 2. Können auch nicht mal eingeholt werden. Sieht soweit ganz in Ordnung aus. Absteiger, Union. Okay, die sind auch alle schon safe. Union in die Relegation. Bochum und Bielefeld definitiv raus. Das heißt, wir werden es mit Bochum und Bielefeld zu tun bekommen in der nächsten Saison. Definitiv. Union Berlin müssen wir mal schauen. Wer ist aktuell bei uns auf 3? Das ist Bremen. Könnte aber auch noch Schalke werden, könnte noch der HSV werden und könnte noch Paderborn werden. Hannover vielleicht auch noch, je nachdem, wie es läuft. Also da ist noch nicht so ganz, da ist es noch nicht so ganz sicher. Düsseldorf, ja, die haben jetzt, die müssen noch 2 Spiele spielen und sind bei 60 Punkten. Die holt definitiv keiner mehr ein. Alles klar. Dann... War es das? 2-3 Niederlage, schade, aber ja, gutes Spiel von Ingolstadt. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
dann geht's gegen den HSV und wir können denen alles versauen. Also dann, bis zum nächsten Mal und ciao.